Music on, turn the lights down low, throw the pillows off the bed. Oh, the candles out, move your body slow, you got some. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ich hoffe, es geht euch mal wieder gut. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es wieder ein What I Eat in a Day für euch und ich freue mich total, denn heute gibt es wieder richtig coole Rezepte für euch. Zum Frühstück werde ich mir aber jetzt erst einmal ein Bratapfel-Porridge machen. Aber bevor dieses Video anfängt, wollte ich euch noch mitteilen, dass die Black Friday Sales jetzt starten. Und zwar könnt ihr auf alles bei MyProtein 47% sparen. Ich packe euch meine Empfehlungen unten in die Videobeschreibung. Dort findet ihr auch nochmal den Code. Und bei Amaz gibt es bis zu 50% Sales. So viel konnte man da noch nie sparen. Sogar auf die Frauenkollektion gibt es 35-42% Rabatt. Es sind auch noch ein paar Bootybänder da, falls ihr damit zu Hause trainieren wollt. Also schaut gerne in der Videobeschreibung vorbei. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Oskar ist so süß. Er hat hier diese Brötchen schon mal gemacht. Das waren jetzt noch die restlichen. Das Rezept für die Brötchen findet ihr in seinem Video. Die hat er komplett selbst gemacht. Und er hat das Essen hier so süß angerichtet. Und zwar habe ich hier so meine Fotowand stehen, womit ich halt eben die Fotos für mein E-Book gemacht habe. Und hat es richtig süß gemacht. Und das werde ich mir auf jeden Fall jetzt gönnen. Und dann gibt es, wie gesagt, dieses Porridge-Rezept noch für euch. Also jetzt mein Bratapfel-Porridge. Das ist leider nicht in mein E-Book gekommen, aber das Rezept verlinke ich euch jetzt mal hier. In meinem E-Book, was ihr unten in der Videobeschreibung findet, findet ihr ein anderes Rezept für ein Porridge mit gebrannten Mandeln und Himbeeren und so weiter. In dem E-Book findet ihr noch 11 weitere Rezepte. Das E-Book ist heute rausgekommen, also schaut gerne mal vorbei. Ach so, und kurze Info zu dem E-Book. In dem E-Book findet ihr insgesamt 12 süße Weihnachtsrezepte. So, ich werde jetzt noch ein paar Telefonate führen, denn wir haben ja ein Haus gefunden, was uns wirklich, wirklich gut gefällt. Und jetzt liegt es nur noch an der Bank. Wir müssen jetzt noch einen Antrag stellen. Aber dazu wird es auf dem Fitness-Couple-Kanal natürlich noch ein ausführliches Video nächste Woche für euch geben. Da werden wir euch dann auch verraten, ob wir das Haus bekommen haben oder nicht, ob alles geklappt hat. Und ja, drückt uns auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Und das hier ist mein Outfit of the Day. Einmal hier diese coolen Schuhe mit dieser Tasche. Dann hier meine Jeans und hier diese Bluse habe ich an. Ich werde jetzt erst einmal einkaufen gehen und dann gibt es was richtig Cooles zum Mittagessen. Und da gibt es natürlich auch das Rezept für euch. Zuerst heizt ihr den Backofen auf 180 Grad vor. Wir werden zuerst den Teig vorbereiten. Und zwar nehmt ihr dafür 3 Eier und macht die in eine Schüssel. Dann braucht ihr 250 Gramm Magerquark. Das kommt hier dazu. Dann gebt ihr hier 120 Gramm geriebenen Käse dazu. Ich habe jetzt hier diesen Leitkäse genommen. Dann wird das Ganze noch gewürzt. Ich habe hier einmal Oregano, Salz und werde hier noch eine Knoblauchzehe mit reinpressen. In der Zwischenzeit bereitet Oskar hier schon mal das Fleisch vor. Das hat er hier mit diesem Gyros-Gewürz gewürzt. Das und wird mit jetzt, Salz. Und mit Salz. Das wird jetzt angebraten. Tomaten und Gurken werden auch noch klein geschnitten. Und für mich ein paar Zwiebeln. So sieht das Ganze bisher aus. Das werde ich jetzt hier einmal mit Tzatziki bestreichen und mit Hähnchen, Gurken, Tomaten und Zwiebeln belegen. Ach so, das Ganze war übrigens 30 Minuten im Backofen. So sieht das Ganze jetzt aus. Das könnt ihr dann natürlich noch zusammenrollen. Ich habe das hier einmal in der Mitte geteilt. Das ist Oskars Hälfte und das ist meine Seite. So, und aufgegessen. Wir machen uns jetzt auf den Weg ins Fitnessstudio und werden dort noch etwas Geschäftliches abfilmen. Und dann dürfen wir noch eine halbe Stunde trainieren und etwas für uns tun. Das werde ich auch so ein bisschen für euch mitfilmen. Und dann hoffe ich natürlich auch, dass ihr zu Hause fleißig seid. Ich hoffe natürlich auch, dass ich euch damit motivieren kann, auch wenn ich jetzt im Fitnessstudio trainiere und jetzt gerade nicht zu Hause. Ja, ich hoffe, das war verständlich.
drüben angekommen und sind dabei, ein paar Fotos zu machen. Zuerst hatte ich so ein anderes schwarzes Outfit angehabt. Das hier ist auch von MyProtein und das werde ich euch auch mal unten verlinken. Und jetzt ziehe ich mich nochmal um und jetzt werden Fotos im Amaz-Outfit gemacht. Und jetzt habe ich mich nochmal umgezogen. Das hier ist, wie gesagt, das Outfit von Amaz. Das verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Schaut mal, hier habt ihr so einen schönen Push-Effekt. Das hebt euren Po so ein bisschen an und macht eine echt mega schöne Figur. Wie gesagt, bei Amaz gibt es auch bis zu 50% Sale. Und ich werde jetzt eine Runde trainieren. Die man zu Hause machen kann, jetzt hier im Gym mache. Ich werde mich jetzt erst einmal aufwärmen. Ich habe jetzt seit knapp 2 Monaten nicht richtig trainiert und das solltet ihr auch tun, also wenn ihr eine längere Pause habt. Fang auf jeden Fall wieder langsam an. Das Bootyband, womit ich hier gerade trainiere, ist übrigens auch von Amaz. Gönne ich mir jetzt hier ein Impact Protein Shake to go. Habe ich einfach mitgenommen, hat 25 Gramm Eiweiß. Die sind neu bei MyProtein und die werde ich euch auch mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Wie gesagt, 47% auf alles. Wir sind jetzt wieder zu Hause angekommen. Wir haben noch ein bisschen Essen von der Schwiegermama mitbekommen. Also Oskars Mama hat uns jetzt noch ein bisschen Essen mitgegeben. Das werden wir gleich gemeinsam essen. Oskar ist gerade noch die Amaz-Pakete wegbringen. Und ich werde jetzt noch einen kleinen Snack vorbereiten. Dieses Rezept findet ihr bei mir auf Instagram. Und zwar werde ich gesunde Mandelplätzchen backen. So, das sind die Plätzchen, die ich jetzt gemacht habe. Das Rezept findet ihr in meinen Highlights auf Instagram. Und das ist das Essen, was es jetzt gibt von Oskars Mama. Das sieht so lecker aus und es riecht richtig gut. Und das werden wir uns jetzt gönnen. Ich werde gleich noch die Supplemente nehmen. Und schaut mal, ich habe schon ein bisschen angefangen, weihnachtlich zu schmücken. Das hier ist einmal unser Adventskranz. Und hier auf diesen Schrank habe ich auch noch ein bisschen Weihnachtsdeko gestellt. Und wie ist es aktuell bei euch? Seid ihr schon in Weihnachtsstimmung oder noch nicht? Wie verbringt ihr Weihnachten? Feiert ihr mit der Familie oder nicht? Also Oskar und ich machen es eigentlich jedes Jahr so, dass wir am 24. bei seiner Familie sind. Dort gibt es immer richtig viel geiles, leckeres, polnisches Essen. Und am 25., 26. fahren wir dann zu meiner Familie und dann gibt es dort typisch deutsches Essen, Kartoffelsalat, Nudelsalat, Gans oder Rollbraten und so weiter. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr Weihnachten verbringt. Ich werde mir noch ein Bad einlassen. Das hier ist das, was ich zurzeit immer nehme, wenn ich baden gehe. Das hier ist mein Zeug, was ich zum Abschminken benutze. Die Spülung kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Die hat eine Freundin von mir geschenkt. Und ich finde die richtig super. Ich glaube, die gibt es bei Butni oder bei Rossmann. Das hier benutze ich übrigens immer noch, nachdem ich mich abgeschminkt habe mit dem anderen Zeug. Dann reinige ich mein Gesicht hiermit. Und das hier mache ich nach der Reinigung dann noch auf mein Gesicht drauf. Ich werde dann, wie gesagt, jetzt baden gehen. Und hoffe natürlich, dass das Video euch gefallen hat. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr noch kein Abo da gelassen habt, dann würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Schaut auch gerne bei Instagram vorbei. Dort nehme ich euch mit in meinen Alltag, erzähle euch immer die aktuellsten Dinge, die ich jetzt bei YouTube vielleicht einfach mal vergesse zu erzählen, weil ich gerade kein YouTube-Video drehe. Und dort gibt es auch viele weitere Rezepte. Jeden Donnerstag gibt es hier auf dem Kanal ein Video. Wie gesagt, ich versuche im Dezember mehr Videos als sonst rauszubringen. Ich versuche es, ich weiß nicht, ob es klappt. Heute kam auch auf meinem Hauptkanal und bei Oskar auf dem Kanal ein Video online und auch bei Fitness Couple. Nächste Woche kommt dann bei Fitness Couple ein Feedback zum Haus, ob alles geklappt hat. Ich hoffe es natürlich. Und schaut auch auf TikTok vorbei und ja, in der Videobeschreibung, denn dort findet ihr die Black Friday Rabatte. Bleibt gesund und bis dann.